Hallo, haben Sie Fußballfieber? Nee. Warum denn nicht? Es ist doch EM. Aber nicht bei Corona, das ist kein Spaß. Also bei Corona macht Fußball keinen Spaß? Nee. Portugal gegen Deutschland. Oh, das wird schwierig. Ich glaube 2-1, aber für Portugal. 2-1 war gerade auch ein Herr. Geht's noch? Ehrlich? Du kannst auch gerne einmal rechts. Also weißt du, das kann nichts werden, oder? Bei der Einstellung? Gut, wir korrigieren. Also 2-1 für Deutschland. Also ich denke, da gewinnen sie. Und wie? Haben Sie einen Tipp? 2-0 vielleicht. Wenn sie keine Eigentor schießen. Hier, mach du mal. Nee, ich nicht. Ich bin also ich sag mal 2-0 für Portugal. 2-1 für Deutschland. 2-1. Auf jeden Fall, ja. Hallo, Sie gucken gerade Fußball. Hi. Ja, richtig. Sind Sie EM-Gucker, ja? Ja, ich bin EM-Gucker. Ist es dieses Jahr irgendwie anders für Sie? Ja, es ist trostloser, finde ich. 2-2. Portugal. Portugal. Schwierig. Nationalstolz, komm schon. Ja, Deutschland, komm. Mit einer 20% oder 30% Auslastung kann man da keine Stimmung rüberbringen. Na, andere Länder machen das anders. Wie würden Sie sich's denn wünschen? Ich würde es mir so wie in Ungarn wünschen, in Budapest, wo vor 60.000 gespielt wurde. Also vielleicht machen sie noch den Ehrentreffer 2-1 für Portugal. Ich sag sogar 3-1. Ich sag 1-1. Okay, und? Ja, weil ich Deutschland gesagt habe, dann sage ich 1-0.